Hallo und willkommen zu unserem heutigen Topspiel bei Last Gaming. Heute haben wir die Partie Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig für euch. Und es liegt ja der Fluch des zweiten Platzes dieses Jahr auf so einigen Vereinen. Irgendwie hat keiner so richtig Lust darauf. Gladbacher sind dafür sehr speziell. Sobald es um was geht, verlieren sie, egal welcher Gegner kommt. Aber jetzt kommen sie mal über Hermann, aber das ist zu ungefährlich. Gladbach ja nach der letzten Niederlage gegen Frankfurt auf Rang 7 abgerutscht. Und Leipzig konnte auch bei dem Hamburger SV nicht über ein 1:1 hinauskommen. Konnten so also auch nicht viel Boden gut machen. Jetzt mal Paulsen, aber der wird gestoppt. Und die Gladbacher wieder im Ballbesitz. Leipzig ist auf Platz 5 mit 32 Punkten. Und Gladbach auf Platz 7 mit 31 Punkten. Aber jetzt die Chance. Und das Tor. Leipzig geht früh in Führung. In der 9. Spielminute sehen wir das erste Tor dieser Partie. Und es sieht wohl danach aus, dass der leichte Abwärtstrend der Borussia weitergeht. Ja, da geht er schön durch. Sommer kommt nicht dran. Und damit steht es recht früh 1:0. So schnell hätte damit wohl keiner gerechnet. Aber für den Fußball ist natürlich toll. Für den neutralen Fan umso mehr. Besser gesagt für den neutralen Zuschauer. Timo Werner mit dem 1:0. Und umso mehr Tore fallen, umso interessanter sind natürlich die Topspiele. Für die Gladbach-Fans natürlich jetzt zu Hause ärgerlich. Gerade gegen RB Leipzig. Weil viele Fans diesen Verein ja nicht sonderlich leiden können. Nennen wir es mal so. Und die Leipzig-Fans wird das natürlich freuen. Halten so wieder ein bisschen Fühlung zu den Champions League Plätzen, beziehungsweise sind jetzt wieder, je nachdem wie die Konkurrenz spielt, mittendrin. Und die Gladbacher, wenn sie Pech haben, je nachdem wie Augsburg spielt, können auf den 8. Platz rutschen. Und werden natürlich auch durch solche Fehlpässe jetzt im Moment nicht viel dran ändern können. Keita, Demme, Halstenberg, Paulsen, 2:0. Ja, ich glaube, das hier wird ein richtig bitterer Tag für die Borussia. Nach 16 Minuten, beziehungsweise 17 Minuten, 2:0. Gut, ein paar würden vielleicht noch optimistisch sein und denken, okay, die Hoffenheimer haben auch 2:0 gegen Bayern geführt, aber naja. Obwohl die Klapperer auch schon 2:0 Rückstände gedreht haben, aber es ist jetzt nicht so die Tagesordnung. Im Normalfall. Yusuf Paulsen vollstreckt zum 2:0. Kann man mal so machen. Und die Klapperer wirken weiterhin sehr verunsichert. Vielleicht jetzt mal über Stindl. Schöner Pass auf Raphael. Da ist aber keiner in der Mitte. Keiner bietet sich an. Doch, Kramer kommt und verzieht den Ball. Junge, den musst du doch machen. Na, den macht. Den kann er eigentlich gar nicht daneben schießen. Ja, da beschwert sich Hazard zu Recht, obwohl der schon größere Dinger vergeben hat. Aber trotzdem. Na, den macht, wäre in der 20. Minute der Anschlusstreffer da und dann wäre es hier mal wieder richtig spannend. Aber schauen wir mal, wie es weitergeht. Die Chancenverwertung bei Gladbach natürlich ein Riesenproblem. Es fehlt so an dem großen Knipser, der ist nicht so wirklich vorhanden, finde ich zumindest. Raphael, wenn er einen guten Tag hat, okay. Aber den hat er leider nicht immer. Und ansonsten Hazard braucht zu viele Chancen. Kein schlechter Fußballer. Auf keinen Fall. Aber ihm fehlt so die Kaltschnäuzigkeit von dem Tor. Natürlich die Klapper auch sehr unter dem Videobeweis am Leiden. Ja, der Videoschiedsrichter hat nicht immer so Lust auf sie. Aber das zählt natürlich nicht als Ausrede. Die Kölner haben gleiche Probleme. Andere Vereine natürlich auch. Von daher, da startet Raphael zu schnell und deshalb abseits.
Ja, man kann immerhin sagen, immerhin haben sie es versucht, sind bemüht, wenn auch jetzt nicht mit Erfolg, aber ja. Da müssen wir wohl abwarten und Tee trinken, was heute hier noch passiert. Für die Klapperfans dann wahrscheinlich eher Wodka. Werner. Weil man auch sagen muss, die Leipziger sind in die Rückrunde jetzt auch nicht so stark gestartet, wie viele das erwartet hätten. Aber was ist hier in der Klapperabwehr heute los? Da geht ja gar nichts. Schaut euch das an, 3-0. Und wie soll man sowas bitte noch erklären? Sabitzer in der 30. Minute, 3-0 Leipzig. Und die Fans, glaube ich, pfeifen zu Recht. Was war das denn für eine Abwehrleistung hier hinten? Schaut euch das an, der Querpass kommt rein. Der Klapperer schießt den Gegner an. Vestergaard hier schön den Gegner angeschossen. Ja, 3-0. Wahnsinn, was die Leipziger hier machen. Natürlich recht freundlich unterstützt von den Klappbachern. Jetzt wird es richtig bitter so langsam. Also, sie müssen sich so langsam echt mal Gedanken machen, wie es hier weitergehen soll. Also, wenn der Trainer die Mannschaft jetzt in der Kabine nicht mal ordentlich wachrüttelt gleich, könnte das hier noch richtig, richtig bitter werden. Forsberg. Sabitzer. Paulsen. Oh, Sommer hält auch mal einen Ball. Ist nichts gegen Sommer, aber heute hatte er, glaube ich, noch nicht so viele Bälle gehalten. Tja, hätte Kramer mal das Ding gemacht, wäre es vielleicht anders gekommen. Aber wenn der Hund nicht geschissen hätte, hätte er auch der Haas gekriegt, ne? Wie man so schön sagt. Ja, und da wollen die Klapperer einfach mit dem Kopf durch die Wand und das bringt da nicht viel. Jetzt mal ein bisschen Aufmerksamkeit der Klappbacher. Ah, aber das klappt nicht so wirklich und jetzt die Leipziger lassen den Fußballmotor mal wieder ordentlich auf Hochtouren laufen und vielleicht jetzt die Chance. Ja, jetzt müsste eigentlich der lange Pass kommen auf Paulsen, aber der kommt aber nicht. Aber dafür auf Forsberg. Schön gehalten. Und so verhindert Sommer das 4-0. Das wäre auch sehr, sehr bitter. Und es ist so schön ruhig geworden hier im Stadion. Ich glaube, die Klapper-Fans können noch nicht so ganz verdauen, was hier passiert ist. Jetzt liegt Zakaria am Boden. Wir hoffen, dass es nichts Schlimmeres ist und er weiterspielen kann. Werner. Ah, das war zu wenig. Hätte er vielleicht den Querpass wagen sollen und jetzt scheint doch bei Zakaria am Knie irgendeine Verletzung aufgetreten zu sein. Wir werden uns das mal in der Wiederholung wieder anschauen, was denn hier genau passiert ist. Ah, da fällt er sehr blöd aufs Knie. Wir hoffen natürlich, dass es keine schlimmere Verletzung ist. Kurz vor der Halbzeit ist sowas natürlich sehr bitter. Unglaublich bitter. Wir wünschen ihm natürlich auf diesem Weg gute Besserung. Und Cuisance kommt dafür in die Partie. Ein sehr guter Jugendspieler. Aber ich glaube, das hier war jetzt die Entscheidung. Und da ist die Entscheidung. 4-0 Leipzig. Wahnsinn, was hier los ist. Leipzig zerstört Gladbach in der ersten Halbzeit. Und ich glaube, in der zweiten Halbzeit brauchen sie eigentlich gar nicht mehr anzutreten. Wahnsinn, wie einfach das heute geht. Die gehen halt eben durch die ganze Abwehr. Da greift kein Mensch an. Ich weiß nicht, was heute mit der Borussia los ist. Aber so einfach darf man es natürlich einem Paulsen nicht machen. Und dann bekommt man natürlich direkt die Quittung. 4-0 Leipzig. Und ich glaube, die Klapperer haben spätestens jetzt die Schnauze voll. Bittere, bittere Pille. Zakaria verletzt, der wirklich sehr gut bis jetzt in die Saison, in die Rückrunde gestartet ist. In die Saison auch. Also eine Überraschung, dass er sich so schnell so gut einfindet, finde ich. Jetzt haben wir den Halbzeitpfiff.
Die Leipziger freuen sich, die Klapperer buhen. Und der Kameramann läuft fröhlichen Schrittes durch die Gegend. So, dann schauen wir mal, was die Statistik der zweiten Halbzeit so hergibt. Ja, ich meine, zum Spiel brauche ich jetzt nicht viel zu sagen. 4-0, ich glaube, das sagt alles. Aber die Klappbacher hat tatsächlich mehr Ballbesitz, wie eigentlich in jedem Spiel. Aber Ballbesitz an sich bringt es halt eben auch nicht, wie man sieht. Aber man muss auch sagen, die Schussgenauigkeit der Leipziger ist schon nicht schlecht. 6 Schüsse, davon 6 aufs Tor und 4 Tore. Gladbach hingegen 2 Schüsse und 1 aufs Tor. Na. Naja. Na, dann sind wir mal gespannt, wie es in Halbzeit 2 so weitergeht. Es kann natürlich nur besser werden. Für die Gladbacher auf jeden Fall. Für die Leipziger glaube ich nicht. Außer sie schießen ja noch 5 Tore. Das wäre aber der Wahnsinn. Und da würde ich sagen, schauen wir mal, wie es weitergeht. Und welche Trainer die Mannschaft besser eingestimmt haben, obwohl der Klapperer Trainer natürlich es ein bisschen schwerer hat, weil sie wahrscheinlich jetzt nicht gerade so super drauf sind. Die Leipziger machen so weiter, wie sie in Halbzeit 1 aufgehört haben. Forsberg ist übrigens raus für Kampel bei Leipzig. Oh, was erleben wir denn hier? Demel schafft es sogar mal nicht, das Tor zu treffen. Ja, die Gladbacher jetzt auf jeden Fall mal gefordert, allein schon für die Fans mal wenigstens noch ein Tor zu schießen oder sich hier nicht komplett zu blamieren. Wobei das, glaube ich, noch sehr schwer wird. Ja, Hermann verliert den Ball. Und die Leipziger wieder im Vorwärtsgang. Werner. Ja, zu eigensinnig, aber wieder Werner. Oh, da haben sie Glück, dass sie da noch dazwischen gehen können. Anders da wäre es wahrscheinlich das 5-0 gewesen. Und da wäre ich wahrscheinlich jetzt lieber einen trinken gegangen. Oh, aber jetzt... Ja, im Offensivspiel der Klappbacher läuft heute gar nichts. Eigentlich läuft überhaupt nirgendwo was. Und bei den Leipzigern geht halt eben alles so leicht. Zwar nicht immer, aber immer öfter. Stindl. Schöner Ball auf Hazard. Und dann sowas. Naja. Es ist so viel Sang für das heutige Spiel. Kampel. Ja, da marschiert Kampel mal über links. Da geht kein Klapperer so wirklich dran. Die laufen dann halt eben mal ein bisschen hinterher oder sind zu langsam. Na, immerhin kommt jetzt mal einer und kann den Ball klären. Hermann, Raphael. Jetzt Raphael über links. Vielleicht kommt jetzt mal eine Chance. Die Flanke und das muss es doch sein und das ist es. In der 64. Minute Stindl zum Entschuldigungstor, nennen wir es mal so. 4-1 für die Borussia und das war mal ein schöner Spielzug und da steht Stindl komplett allein auf weiter Flur, da ist gar keiner. In der Mitte eigentlich überhaupt kein, ein Leipziger auf 2 Gladbacher, also einer von beiden hätte ihn eh reingemacht oder vielleicht auch drüber. Da gehen die Meinungen auseinander, aber immerhin Stindl mit dem 1-4. Aus Klapperer Sicht jetzt vielleicht nicht das Goldene vom Ei, aber immerhin dürfen die Fans noch einmal jubeln. Ach, vielleicht? Na, das wäre aber zu verrückt, oder? Wenn sie es jetzt noch schaffen könnten, aber ich glaube da nicht dran. Aber das haben die Dortmunder wohl auch zu den Schalkern gesagt, ne? Es ist halt eben Fußball und der macht eigentlich, was er will. Und vielleicht haben die Klapperer jetzt mal wieder Blut geleckt. Und in den letzten 10 Minuten sind die Klapperer ja immer stark, das wissen wir ja. Aber davor, in der ersten oder in der zweiten Halbzeit, sind sie es immer am Verkacken. Das können sie sehr gut. Ach ja, Mann, dann passt doch ab, Junge. Paulsen, Werner, Kampel.
Ja, geht dann halt eben auch mal wieder durch die ganze Abwehr durch. Aber Vestergaard diesmal mit ein bisschen mehr Auge für den Ball und kann so klären. Aber die Leipziger wieder vor dem Strafraum. Paulsen, Werner, Tor. So einfach und so schnell geht das. 5-1 Leipzig. Also einfacher wie heute kann man wohl die Gladbacher Abwehr nicht mehr überlisten. Ah, Tore schießen am Fließband. Auf jeden Fall mal eins der torreichsten Spiele hier bei Last Gaming. Ich glaube, so viele Tore habe ich schon lange nicht mehr hier gesehen. 5-1. Ich glaube, bei einem Pokalspiel hatten wir Bayern Leipzig hatten wir das, glaube ich, auch mal. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ja. Und es geht genauso weiter. Dann hatten die Klapper vielleicht, Klapper-Fans vielleicht mal die Hoffnung nach dem Anschluss. Oh, ich wollte gerade sagen, jetzt wäre es aber richtig bitter geworden. Jetzt kommt Hofmann für Hermann in die Partie. Ja, wie gesagt, nach dem vermeintlichen Anschlusstreffer, wenn man es überhaupt so nennen darf, hatten vielleicht manche Klapperer noch die Hoffnung, dass man vielleicht noch ein bisschen Gegenwehr zeigt. Aber ich glaube, diese Hoffnung ist gerade im Keim erstickt. Aber vielleicht jetzt mal über Raphael. Raphael. Na, oh, Raphael, seht ihr, so schön kann das gehen. Der Junge kann auch zwischendurch Fußball spielen, wenn er will. Wenn er das jeden Spieltag machen würde, wäre das natürlich noch besser für die Gladbacher, aber er macht es nur dann, wenn er Lust hat. Auf jeden Fall meine Auffassung. Schön gemacht, schön vollstreckt. Und da kommt Gulaschi nicht dran. Raphael freut sich über sein Tor und es steht 5:2. Ja, in der 81. Minute, es kann auch viel passieren. Es kann auch sehr viel passieren. Noch 9 Minuten sind zu spielen. Aber jetzt mal wieder Werner und da kommt der Pass. Aber dann kommt nur ein Schüsschen. Kein Problem für Jan Sommer. Der wirft den Ball. Jetzt geht es mal wieder über Elvedi, über Hofmann, der neue Mann nach vorne. Raphael auf Wendt. Na, und dann stolpern sie wieder in den Ball. Und jetzt setzt Sabitzer zum schnellen Konter an. Und wir sind gespannt. 6:2. Ja, der bleibt im Ballbesitz. Ja, wird dann aber doch von drei Klappachern angegangen und so verliert er den Ball. Aber Leipzig trotzdem wieder im Ballbesitz. Wieder Sabitzer. Diesmal über Werner. Sabitzer. Aber Wendt passt auf. Gladbach kloppt den Ball hinten raus. Aber sogar zu einem Mitspieler. Jetzt Ginter, Stindl. Ginter. Und dass der Tor schießen kann, das weiß man ja. Aber verliert den Ball. Und ich glaube, jetzt dürfte die Partie gleich zu Ende sein. Vielleicht nochmal eine Chance für die Gladbacher. Nein, der Schiri hat da was dagegen. Das Spiel ist aus. 5:2 gewinnt Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach. Und bei Gladbach könnte sich jetzt langsam eine kleine Krise anbahnen. Und viel gibt es zu dem Spiel, glaube ich, nicht zu sehen, zu sagen. Wenn ihr es gesehen habt, Leipzig. Klar überlegen, Gladbach nach vorne, wenn sie mal Lust hatten, hat es geklappt. Aber zu unsicher, hinten in der Abwehr viel zu unsicher, da ging gar nichts. Und somit verabschiede ich mich für das heutige Topspiel. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.